Mein Name ist Tina und von Halle aus erreiche ich mit meiner Stimme die Menschen in der ganzen Welt. Also ich kannte Halle nur vom Namen her, kannte die Stadt vorher gar nicht und bin dann hergekommen und habe Halle erstmal aus allen möglichen verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt und bin mittlerweile eigentlich ganz gut angekommen und ganz zufrieden hier zu sein. Nach dem Studium bin ich relativ direkt in Arbeit reingerutscht. Man baut sich irgendwie was auf, man hat dann Leute, mit denen man Projekte startet. Da gehört für mich Korax auch ganz klar mit dazu. Und dann hatte ich so ganz viele kleinere Baustellen, wo ich einfach mich austoben konnte und mache das immer noch. Also Radio Korax ist freies Radio hier in Halle, ist auch eines der größten in Deutschland. Bei uns funktioniert es so, dass Leute, die einfach Lust haben, Radio zu machen, sich mal ausprobieren wollen, die können gerne vorbeikommen. Hier bei Korax bin ich sehr häufig, also mindestens einmal die Woche, weil ich meistens eins der Morgenmagazine moderiere. Das meiste von der Vorbereitung für die Magazine mache ich tatsächlich hier vor Ort, was so Leute anrufen angeht oder natürlich das Absprechen mit der Redaktion. Aber manchmal ist es einfach schöner, einen Laptop zu schnappen und an einen anderen, ruhigeren Ort zu gehen. Also ob ich da jetzt in die Uni-Bibliothek gehe oder mich einfach in einen Café setze, weil ich mal einen Ortswechsel brauche und mal raus muss aus der Redaktion. Das ist schon mal ganz schön. Das kann ja auch sein, ihr sitzt gerade ganz gemütlich in Berlin und hört uns über die freien Radios auf der 88.4 oder in Potsdam auf der 90.7 zu. Oder ihr seid in Frankfurt oder hört uns übers Radio Swobfurt zu oder dank Internetstream überall weltweit. Ganz egal. Neben Radio Korax verbinden mich einige Orte mit Halle, die ich vor allem während meiner Studienzeit kennengelernt habe. Ich nenne jetzt hier einfach mal die wirklich wunderbare Bar- und Kaffeelandschaft, die irgendwie immer unterschätzt wird, die ich aber super finde. Also es gibt so viele kleine Cafés und Bars und Stübchen und Örtchen, wo man sich hinsetzen kann und wo man einfach mal ganz in Ruhe einen Kaffee trinken kann oder chillen kann. Also bei mir ist es gerade das Sedir, wo ich total gerne hingehe und einfach mal das Leben genieße. Also für mich ist Halle mittlerweile wirklich ein richtiges Zuhause geworden. Ich fühle mich hier total wohl, ich fühle mich hier geborgen und klar, Korax spielt da eine große Rolle, warum das so ist. Einfach weil das ist fast ein bisschen wie Familie haben. Hier kann ich immer herkommen, hier fühle ich mich total geborgen. Hier habe ich Leute um mich rum, mit denen ich richtig gut klarkomme. Und es ist nicht nur Korax, sondern es gibt natürlich auch noch andere coole Initiativen hier in der Stadt. Ich staune immer wieder, wie viele es eigentlich sind, die hier coole Projekte starten, die Lust haben, die sich engagieren wollen und irgendwie sich hinsetzen und sagen, ich will was starten und auch Halle irgendwie verbessern.